interaktive Plattform der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Computerspiele. Was bietet die Plattform den Nutzern? Also erstmal ist es ein statisches Informationsangebot natürlich, wie jede Webseite. Das heißt, wir versammeln alles, was für Eltern, Pädagogen, Pädagoginnen, aber auch für junge Gamer interessant sein könnte rund um das Thema Computerspiele. Mhm. Das heißt, es gibt sehr viel medienpädagogisches Informationsmaterial dort. Also man kann sich im Grunde genommen als Elternteil oder auch als Pädagoge so ein Praxiswissen, einen Grundkurs in Computerspielpädagogik abholen. Das umfasst natürlich Jugendmedienschutz mit Schwerpunkt Computerspiele, umfasst aber auch alle Informationen zum medienpädagogischen Umgang mit Computerspielen bis hin auch zum pädagogischen Umgang in Schule, im Unterricht, in der außerschulischen Bildungsarbeit. Gleichzeitig bieten wir aber auch Computerspielbesprechungen, also einzelne Titel werden dort vorgestellt, und zwar nicht nur von der Redaktion, sondern auch von Jugendlichen selber. Die arbeiten bundesweit in ganz unterschiedlichen pädagogischen Projekten, sind dort eingebunden und erstellen dann eben Computerspielbesprechungen. Und diese Besprechung kann ich dann als User auf der Seite sogar auch nochmal kommentieren, also kann meine eigene Bewertung nochmal hinzufügen, sodass da in der Idee, die Praxis hinkt natürlich immer ein bisschen hinterher, eine sehr interaktive Auseinandersetzung rund um das Thema Computerspiele entsteht. Wie laufen denn diese Spielbesprechungen ab und wie werden die hinterher präsentiert für den User? Wir haben so eine Art Fragenkatalog, so eine Art Leitlinien entwickelt, welche Aspekte man in so einer Computerspielbesprechung abarbeiten sollte. Die müssen nicht alle jetzt sozusagen akribisch abgearbeitet und beantwortet werden, aber es ist so ein bisschen eine Leitlinie, wie man eben in den Prozess reinkommt. Also dass man erstmal fragt, welche Figuren tauchen da eigentlich auf? Gibt es eine Handlung? Und wie läuft die Handlung ab? Läuft sie linear ab oder läuft sie sozusagen verschachtelt ab? Also alles natürlich in jugendgerechter Sprache formuliert. Und dann fangen halt die Jugendlichen, die jungen Redakteure und Redakteurinnen an, eben die Spielbesprechung zu erarbeiten. Und da unterteilen wir einfach zwischen so einem Informationsblock, wo einfach erstmal dargestellt wird, was ist das für ein Spiel, was für ein Genre, worum geht es, was kann ich da machen, ist es ein sehr schnelles Spiel, ein langsames Spiel, wie lange kann ich das spielen. Und in einem zweiten Teil erst die eigentliche Bewertung, wo dann auch natürlich auch auf Jugendschutzaspekte eingegangen wird und ähnliches. Aber wo im Grunde genommen die Gamer auch ganz direkt formulieren sollen, hat das Spiel hat mir Spaß gemacht oder hat keinen Spaß gemacht. Das Spiel ist etwas für Leute, die sich für die und die Genres interessieren. Es sind nicht nur Besprechungen von Jugendlichen, sondern die Redaktion von spielbar.de, das sind zwei Redakteure, die in Berlin sitzen, Medienpädagogen. Die beschreiben auch selber Spielbesprechungen. Wir kooperieren auch mit dem anderen großen Portal zu Computerspielen in Deutschland, dem Spieleratgeber NRW, und tauschen da Spielebesprechungen aus. Haben jetzt gerade aktuell eine Kinderjury zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk angeschoben. Die haben sich in Berlin schon zweimal getroffen, fangen jetzt auch langsam an, so eher so Kinderspiele zu besprechen, weil so bisher war das mehr so ein Angebot für 12-Jährige und älter. Aber mehr und mehr fangen ja auch schon 6-Jährige, 7-Jährige an, sehr intensiv zu spielen. Nintendo DS ist dann natürlich vor allem so eine Konsole, die denen sehr entgegenkommt. Und das wollen wir halt jetzt eben auch einfach nochmal stärker berücksichtigen. Die haben sich auch schon Namen gegeben, die heißen die Zillezocker. Mhm. Das macht denen also sehr, sehr viel Spaß. Wir machen es zusammen noch mit dem Computerspielmuseum in Berlin und da werden wir da irgendwann im Dezember auch die erste Präsentationsveranstaltung haben. Ja, ich möchte nochmal auf die Produktion von diesen Spielbesprechungen zurückkommen. Wie kommunizieren denn die Jugendlichen über Chat oder sitzen sie sich zusammen und gehen diesen Katalog durch? Nee, die sitzen, also wir stellen heute hier zum Beispiel auf dem Forum heute Nachmittag eben ein Projekt vor, eine Gruppe sozusagen vor, das Infocafé Neu-Isenburg in Hessen. Ja. Die haben da einfach einen Treffpunkt, einen außerschulischen Freizeittreffpunkt, Jugendtreffpunkt. Und die Jugendlichen kommen dahin, spielen dort vor Ort und erarbeiten die Besprechungen auch vor Ort. Wenn ich dann die Spielbesprechung, die veröffentlichte, auf der Seite lese, dann kann ich ganz normal über einen Blogkommentar halt eben meinen Kommentar dazu abgeben. Es gibt in Leipzig die Computerspielschule Leipzig, die treffen sich ja, das ist ja so ein Angebot, was wöchentlich sozusagen Spielzeit anbietet. Da läuft das ähnlich, die erarbeiten Spielbesprechungen und machen dann zusätzlich zum Beispiel eben jetzt im Dezember nochmal so ihr Ranking der Top-Spiele des Jahres 2011, sodass man sozusagen auch als Jugendlicher nochmal seine eigenen Vorlieben mit denen anderer abgleichen kann. Wie wird die Plattform angenommen von Lehrern, von Eltern, von Schülern? Also die Zugriffszahlen sind natürlich für so ein Angebot jetzt nicht gigantisch, aber wir haben immerhin so stabile 20.000 Seitenaufrufe im Monat.
Was für uns vor allem wichtig ist, dass wir sagen können, spielbar.de ist inzwischen sowas wie eine anerkannte Marke in der Landschaft. Das heißt, wenn es darum geht, Orientierungswissen zu vermitteln, dann werden wir meistens sozusagen auch als Referenz, als Seite angegeben, in Zeitungsartikeln, in Medienberichten und so weiter. Und wir merken eben auch, dass viele Eltern und auch Pädagogen auf uns zukommen, dass sie eben die Seite ansteuern, wenn es um Informationen gibt. Wir ergänzen die Seite nochmal um Veranstaltungen. Wir machen mit Partnern zusammen die Eltern-LAN-Veranstaltung, wo Erwachsene selber mal Computerspiele ausprobieren können und so ein bisschen die Faszinationskraft von Computerspielen erleben können, von denen eben ihre Kinder ihnen sozusagen vorschwärmen, in Anführungszeichen. Wir machen Fortbildungsveranstaltungen für Pädagogen, also wo einfach so in einem Tag mal verschiedene Genres vorgestellt werden, wo eine Einführung in Computerspiele, in Jugendmedienschutz gegeben wird und wo dann anschließend auch gemeinsam nochmal überlegt wird, wie kann ich denn jetzt dieses oder jenes Spiel pädagogisch thematisieren oder auch pädagogisch einsetzen in meinem jeweiligen pädagogischen Kontext, Schule oder Außerschule. Ja, ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Und zwar, was sagen Sie denn zu dem Vorurteil, Computerspiele sind gewaltverherrlichend und fördern soziale Isolation? Ja, ich könnte jetzt mich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ja, aber die Charité hat ja jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, in der steht, wer Computerspiele spielt, ist schlauer und hat mehr Gehirnmasse und insbesondere in ganz wichtigen Bereichen, wo es um strategisches, konzeptionelles Denken geht. Ich glaube, die Wahrheit ist halt nicht so einfach. Mhm. Wir können ganz klar sagen, es gibt bestimmte Aspekte von Computerspielen, die aggressivitätsfördernd wirken können. Wir wissen noch nicht so genau, wie langfristig diese Effekte sind, wie nachhaltig diese Effekte sind. Aber man muss dazu eben immer ganz klar sagen, so ein Kurzschluss, Computerspiele machen gewalttätig, der funktioniert eben nicht, das stimmt so nicht, sondern es kommt immer sehr stark auf das Individuum an, es kommt auf ganz, ganz viele andere Faktoren an. Computerspiele bieten für aggressives Verhalten dann eher sowas wie den Auslöser oder den Anlass oder vielleicht auch eine Folie, wo ich mir sozusagen abgucke, wie funktioniert denn dann gewalttätiges Verhalten, wenn ich mich entschlossen habe, gewalttätig zu werden, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber der eigentliche Auslöser liegt dann eher in Nicht-Anerkennungserfahrungen, im sozialen Umfeld, in erlebter Gewalt, in der Familie, in Opfererlebnissen. Hängt natürlich auch immer ganz stark damit zusammen, wie wird Gewalt dargestellt. Also wie ist es eine Täterperspektive, ist es eine Opferperspektive, gibt es irgendeine Form von Rechtfertigung für Gewalt. Wir sagen den Eltern, denen wir in unseren Veranstaltungen immer begegnen, sagen, wir können Ihnen die 8.000 oder 10.000 Studien zu Computerspiele und Gewalt oder überhaupt zu Medien und Gewalt nicht auf einen Nenner runterbrechen. Aber was wir Ihnen sagen können, ist, es kommt auf Ihr Kind an. Es kommt auf die individuelle Situation an. Sie müssen sich einfach mit Ihrem Kind auseinandersetzen. Ihnen hilft es nicht, für Ihr einzelnes Kind hilft es Ihnen nicht zu sagen, dass so und so viele Studien herausgefunden haben in komischen Laborsettings, welche aggressivitätsfördernde Wirkung Computerspiele haben, sondern Sie sind halt da mit einem ganz konkreten Menschen konfrontiert. Und da bedarf es, glaube ich, einfach anderer pädagogischer Interventionsmethoden und Mechanismen als einem wie auch immer gearteten Wissen darüber, wie Computerspiele wirken können. Ja, jetzt haben Sie ja schon herausgezogen, wie Eltern damit auch umgehen sollten, wenn die Kinder gewaltverherrlichende Spiele spielen. Wie ist das denn, was geben Sie Eltern mit auf dem Weg, wenn die Eltern der Meinung sind, Computerspielen ist Zeitverschwendung, du dadest wieder den ganzen Tag vor dem PC rum. Vertreten Sie auch diese Meinung oder was geben Sie den Eltern mit auf den Weg? Ja, also erstmal sozusagen der pädagogische Auftrag, die pädagogische Verantwortung liegt in der Regel bei Eltern. Also zumindest bis zum 18. oder meinetwegen bis zum 16., 17. Lebensjahr. Und insofern ist der erste Hinweis eigentlich immer zu gucken, ja, gibt es denn Alternativen für die Kinder und bieten Sie die an, fördern Sie die? Mhm. Wie sieht Ihr Rollenverhalten eigentlich aus, Ihr Rollenmodell, also wie sieht Ihre eigene Mediennutzung aus? Der zweite Hinweis ist, haben Sie Interesse gezeigt? Haben Sie versucht, einen Dialog zu eröffnen mit dem Kind? Haben Sie sich vielleicht auch mal dazugesetzt und haben gesagt, zeig mir doch mal, was du spielst und warum du das so gerne spielst und so intensiv vielleicht spielst? Also einfach so einen Prozess von Dialog und Auseinandersetzung in Gang zu setzen, der dem Erwachsenen ermöglicht, welche pädagogische Entscheidung auch immer dann gefällt wird, die zumindest zu begründen und zu legitimieren.
es heißt ja immer, wir leben sozusagen inzwischen in so einer Art von Verhandlungspädagogik mit Jugendlichen und Jungen. Und das ist, finde ich, auch überhaupt nichts Schlimmes, aber Verhandlung heißt wesentlich Dialog. Und das kostet natürlich Zeit. Ja. Das ist eine Ressource, die Eltern häufig nicht mehr bieten können, woran ich ihnen auch nicht sofort die Schuld geben will. Aber das muss man sich eben einfach klar machen. Man kann nicht sagen, das eine Spiel sollst du nicht mehr spielen, sondern häufig resultieren ja aus so einer dialogischen Auseinandersetzung eher so Regeln im Sinne von, du darfst so und so viel spielen und spiel doch mal nicht nur das, sondern spiel doch auch noch mal das und das. Und geh doch aber dann irgendwie an 3 Tagen die Woche auch noch mal raus. Also man muss sich eben immer wirklich die Gesamtsituation angucken. Ich hätte überhaupt keine Probleme damit, wenn mein Kind viel spielen würde, solange es noch sich draußen mit Freunden trifft, solange schulische Leistungen in Ordnung sind, solange es sich viel bewegt, solange ich den Eindruck habe, dass sozusagen das soziale Verhalten in Ordnung ist. Und es gehört eben immer sozusagen so ein Gesamtgefüge dazu und man kann nicht eben auf ein einzelnes Spiel alleine gucken. Ja, Herr Busse, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich für das Interview. Wenn Sie zu Hause, liebe Eltern, noch Fragen haben, wie man die Kinder heranführen sollte an Computerspiele, dann können Sie sich gerne nochmal auf spielbar.de umschauen oder auch per E-Mail Kontakt knüpfen. Gehe ich von aus? Gerne. Gerne. Ja, damit geht es auch gleich weiter mit Helga Hansen. Sie erzählt uns was zu mädchenmannschaft.de. Also dranbleiben, bis gleich.